Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon. Ja, ich habe in den letzten paar Tagen den Server aufgesetzt mit Infinity, Feed Beast Infinity. Deshalb hatte ich nicht so viel Zeit für Pixelmon. Aber jetzt geht's weiter, aber eben nicht ganz so oft mehr, weil ich eben ein Projekt auch mit Infinity mache. Aber das ist dann nicht so häufig. Gut, Pixelmon bleibt mein Haupt-Minecraft-Projekt, neben Regnum und vielleicht ein anderes dann noch, Grimdawn wahrscheinlich. Und ja, wird natürlich fortgesetzt, immer wieder fortgesetzt, auch wenn es manchmal Pausen gibt. Es ist zwar nicht so beliebt, aber das ist auch einfach, weil momentan so viele Regnum schauen und dafür wahrscheinlich auch nicht so viel Zeit oder Lust haben, hier mitzuschauen. Aber mal schauen. Und wenn ihr eben wollt, dass es mehr öfters kommt, dann dürft ihr auch gerne die Parts anschauen, liken und Kommentare schreiben. Dann sehe ich natürlich, dass ihr ja es auch sehen wollt, oder? Dass ich auch Parts machen soll. Gut, also. Heute machen wir, was wollten wir das letzte Mal? Ah, verzaubern, gell? Ja, wir machen Bücherregale. So. Wir brauchen hier Holz. Ja, können wir noch mehr machen, oder? Bücher. Bücher. Bücher, Bücher, Bücher. Ja, wir haben nichts. Wir sind leer. Wir sind arme Leute. Wir haben einfach mal nichts. Ja, machen wir mal die Schafe wieder satt. So. Gugus. Die zwei Schwarzen. Die hier. Die wollen nicht. Na, da wollen die halt nicht. Von mir aus. Wir brauchen Zuckerrohr. Und Zuckerrohr ist irgendwo nicht. Nichts. Niemand. Wo? Irgendwo. Weiß es nicht. Wir gehen mal ans Wasser. Hier am Fluss muss sicher irgendwo ein bisschen Zuckerrohr sein. Und wir haben auf Peaceful gut. Wir müssen dann einfach noch die Hungerbalken wieder füllen, weil wir ein bisschen das Kette jagen wollten und dann vergessen haben, wieder auf Peaceful zu stellen. So, und eben Welten. Ich möchte ja Welten machen, Mistcraft-Welten, wo wir dann einfach dort die Monster anmachen und so. Und damit man auch dort ein bisschen besser farmen kann und so weiter. Ich muss schauen, es leckt halt ein bisschen. Kann ich nichts dafür, das ist Mistcraft. Das leckt immer. Und dass die Bücher zum Beispiel falsch am Boden liegen und so weiter. Aber ja, ist jetzt nicht so schlimm, oder? Ich nehme mal alles hier mit und tue sie dann beim Fluss in der Nähe von unserem Haus hin. Ich hoffe, die wachsen dort auch. Wollen wir noch ein bisschen weiterkommen? Gehen wir noch ein bisschen weiter. Wir müssen mal kurz auf die Map schauen. Wurde das resettet? Wieso wurde das resettet? Habe ich die falsche Welt? Ja, okay. Dann werde ich's. Dann werden wir es wieder von neuem. Ja. Nein, das ist schlecht. Wir gehen raus. Jetzt muss ich schauen, weil das ist die Kopie. Ich habe ja eine Sicherheitskopie gemacht, damit wir einfach die Welten nicht kaputt machen wegen Mistcraft. Wenn ich jetzt auf J drücke, ist auch so. Also, es ist auch so, es wurde resettet, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich will die Nicht-Kopie-Welt weitermachen. Weil die haben ja jetzt wieder ein bisschen gemacht. Ein Witter? Komisch. Also, jetzt sind wir wieder hier, ja. Und müssen hier vorne dann einen Waypoint machen. Ja, müssen wir wieder dorthin gehen. So, noch ein paar Tintenfische fangen. Wir brauchen sehr viele Tintenbeutel. So.
der letzte, wo ist er? Da unten. Schade, dass die Minimap so ein bisschen verbuggt ist. Also jede Minimap ist verbuggt. Ich weiß nicht, ob das liegt an Minecraft, an der Engine und so. Oder an einfach, dass ich die Welt kopiert habe. Ich habe es ja nicht gelöscht, ich habe es nur kopiert. Also sollten eigentlich die Minimap-Daten noch drin sein. Aber wie ihr seht, haben wir hier nichts. Hier hätten wir Enten, die geben aber gerade keine Eier. Ja. Hm. Nacht ist es. Hier ist ein Ariados, genau. So. Ja, jetzt reicht es mit dem Zucker. Also, nein, eigentlich nicht, weil wir gleich Bücher machen müssen. Dann haben wir keine Zucker mehr. Ja, dann müssen wir das halt ein bisschen verschieben. Ja, machen wir heute einen Erkundungspart. Ich möchte vor allem eins machen und das ist das Suchen nach den Starter-Pokémon, weil ich will ein paar Starter-Pokémon auch noch hochbringen. Nicht nur das Starti, das Glurak. Was ein Glurak wird, sondern ein Glumando. Und ja, vielleicht im Haus ein bisschen weiter bauen, mal schauen. Pokebälle machen, ja. So erstmal Pokebälle machen. Ist da eine Höhle? Ne. Hm. Also dann gehen wir zurück, machen einen Waypoint. Und ja, machen wir den Waypoint beim Haus, weil wir benutzen ja das Haus und nicht das Pokécenter. Und ja, machen überall auf der Welt so Unterschlüpfe, wo wir hin teleportieren dürfen. Weil sonst sind es zu lange Wege und vor allem zieht sich das Let's Play dann zu oft. Aber jedes Mal werde ich natürlich vielleicht einmal pro Part oder so. Mal schauen. Ich mache den Waypoint hier. Und Haus 1. Rot wie immer das Haus. So. So stört der Strahl eigentlich nicht so gut. Also wir brauchen. Wir brauchen. Also das Zuckercane anpflanzen. Wir brauchen Iron Disc. Buttons und machen wir jetzt die schwarzen. So, schwarz hier rein. So. Ah, da ist das Fleisch jetzt schon gut. So, das nehmen wir aber nicht mit, das Fleisch. Weil wir eben nicht in den Ding-Modus gehen. So. Dann so, oh nein. Zuerst hämmern. Da haben wir es hier. So. Blöde Knobelarbeit, aber dafür haben wir auch einen guten Output und können dann gut Pokémon fangen. Okay. Ich muss das nebendran machen. Mal kurz austauschen. So. Ja, wir müssen hier unbedingt eine Zuckerrohrplantage machen. Weil es ist zu weit weg, wie ihr auf der Minimap seht. Ist es schon ein bisschen zu weit weg. Und deshalb, ja, geht's halt nicht so gut.
Nee. Okay. Da rein. Das nehmen wir. Das hier rein. So. Also das oben, das unten, das Mitte. Ultra Ball. Gut. Das nehmen wir mit. Das runter. Das kann rein. Ja, jetzt müssen wir schauen, wo wir die Plantage machen. Wir machen es jetzt mal hier. Die kann dann weg, weil wir kein Zuckerrohr mehr brauchen. Und danach machen wir sie woanders hin, dass wir einfach dann Vorrat haben. So, Schafe bitte jetzt. So, jetzt gut. Also, danke, dass ich endlich Wolle dann auch habe zum Ding bauen. Ich komme da gar nicht durch. So, dann noch ein bisschen mehr sammeln. Gut. Nochmals Wasser. Und das bleibt nicht. Es muss still sein. Sonst hat man blöde Geräusche. So. Jetzt kann man nämlich auch hier drüben voll gießen. Ja, toll, das geht nicht gut. Vielleicht nur in der Mitte nehmen. Ah. So. Gut. Zuckerrohr haben wir noch mehr. So. Also, der Baum geht weg. Dankeschön. Und jetzt gehen wir mal auf Erkundung. Schauen mal, wo die Starter-Pokémon sind. Und ja. Also. Ich möchte gerne das Haus dann in diese Richtung weiterbauen. Ich weiß nicht, ob es schön aussieht, wenn man das Haus hier runterbaut. Oder ob wir es ein bisschen hoch aufschütten müssen. Naja. Wir könnten ja was planen. So. Dann schauen wir uns mal nach Pixelmon, also Pokémons, um. Jo. Da drüben können wir mal hin. Pachirisu, nee, oder? Was ist das für ein Level? 21. Hm. Kannst du mal kommen, bitte? Wo bist du? Hallo. Da ist es. Huhn, komm mit. Ich habe einen schönen Platz für dich. Komm jetzt. Ich muss jetzt gucken, wo das Hühnergehege ist. Das ist, glaube ich, unten. Ja, okay. Wir können es so vermehren jetzt. Das ist irgendwo hier unten, oder? Hier. Ja. Schade, wir haben ein Ding zu wenig. Ja, toll, die geben nichts. Ja, egal. Egal, egal, egal. Was? Ah, Ultegale. So. Ja, Taubsi wäre noch etwas, aber nee. Jetzt muss ich nämlich gucken, ob die Eier legen. Ja, nein. So. Ich möchte gerne wieder Richtung Spawn. Was, 39? Boah. Sieht. Ein Abra unbedingt. Mist. Wo ist es hin? Ich möchte das Abra unbedingt. Ich will es sofort fangen. Das kann man sicher sofort fangen. Da ist es. So. Dann haben wir auch ein Abra. Genau, Abras kann man nämlich nicht gut runter machen. Pokédex 1% komplett. Sehr schön. Können wir das einschauen jetzt hier? Furniturmod. Cool, da hat auch ein Achievement. Mistköft natürlich. Hier.
First legendary. Oh, and shiny. You found the Pokaloot Master Ball. I must make you craft a Pokeball. Catch your first Pixelmon. Die müssen wir noch machen. An ein Taken. Hä? Ja, den habe ich ja. Hm, komisch. Vielleicht kann man erst jetzt machen. 10% komplett. Hä? Ah, die mit Taken sind. Okay. Die Taken sind vorher fertig. Jo, hier müssen wir noch schienen. Ah nein, das ist Travel. 1 Kilometer zurücklegen. Das könnten wir machen. Wir könnten Bahnhöfe machen. Und wir könnten unterirdische Minenbahnen machen. Das ist etwas, was ich gerne machen würde mit euch. Ja. Also, wir machen auf dieser Ebene im Norden machen wir ein Dorf. Und da gehen wir jetzt hin. Und in diesem Dorf machen wir den ersten Bahnhof. Der eine führt unterirdisch zu unserem Haus und zum Pokesender. Und der andere, also die andere Seite geht dann zu einem anderen Dorf. Unbedingt. Unbedingt. Ich mag Teddys. Oh, Frechheit. Eine Frischer. Oh, das ist stark. Lieber wechseln. Münzdieb, komm, du schaffst es. Fake Out. Ist Fake Out nicht das, was ein KP lässt? Hm. Ich mag einen Teddy. Ich will einen Teddy haben. Ich nenne die nie Teddy Ursa. Ich nenne sie Teddy. Weil es halt einfach... Ja, sie wollten halt den Namen Teddy nicht verwenden. Dann haben sie Teddy Ursa. Ursa ist, glaube ich, auf Lateinisch der Bär. Und dann haben sie einfach gemischt. Also zusammengemischt. Also wir machen am besten irgendwo hier den Bahnhof. Ja, ich möchte es in die Mitte machen. Ich finde, der Bahnhof gehört immer in die Mitte einer Stadt, eines Dorfes. Und Sattel haben wir leider noch nicht. Wir könnten hier auch eine Arena machen. Aber ja, da muss ich noch ein bisschen überlegen. Wir machen vielleicht ein Käferdorf. Jo, machen wir hier das Käferdorf als erste Arena. Weil ich finde, Käfer ist jetzt nicht unbedingt ein hochleveliges, ein hochleveligen Typ. Und das wäre gut als Starter-Arena. So. So eins will ich auch mal trainieren, weil das Ampharos, das ist mega geil. Ein mega geiles Pokémon. Ein Kikli, okay. 34, ja, das ist zu wenig. Zu viel. Zu wenig. Ja, also. Da ist ein Meisterball. Auf Deutsch heißt das irgendwie Linsen, also Dinge. Weitseelinsen oder so. Weit. Weit heißt weit, oder? Hm. Mein Englisch ist wieder katastrophal. Da, da, la, 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 la. Hm. Oh, schau mal, der große Kollege von unserem Stati. Mal ein bisschen runter. Wie kann man die runter? Komm mal hoch. Zeig dich. Schau mal, der Kollege ist oben. Der ist fast ein Glurak. Schau mal. Komm mal hoch. Jetzt komm hoch. So. Oh, ist das nicht süß? So geil. Also, oh, das war auch eines, nein, das ist ein Don von, ich meine, das Stalos war früher auch eines meiner am meist benutzten Pokémons, weil es einfach cool ist. Es ist einfach so etwas Geiles. Eines der richtig gut gemachten Pokémons. Ja, oh, sieht das cool aus. Schaut mal den Riss an dort. Und diese verschiedenen Steine hier. Richtig genial. Nein, 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 oh ja. Gut,
Wir sind noch ein bisschen weiter vorne. Ich dachte, wir würden nicht zu weit, nicht mehr weit genug nach vorne kommen. Aber ja. Also, ich will noch kurz hoch zum Riss und dann, ja, muss ich den Part leider beenden, sonst wird er zu lang. Sonst hat YouTube wieder Probleme, bricht der Uploader ab und so. Ich weiß es nicht, was YouTube gerade für Probleme hat. Aber ja, ich will sie nicht allzu lang machen. Und ja, dafür dürft ihr auch mehrere Parts schauen, oder? So, also, sieht eigentlich interessant aus. Also hier oben könnten wir schon. Naja, muss keine Arena haben, aber eine Stadt, ein Dorf, wo ein bisschen steinig ist, wo den Typ Stein hat. Ah ja, so ein NPC wohnt, möchte ich dann auch noch machen. Ein Röffet. Ah, das ist der wieder. Ich mag die irgendwie. Wie ein Geier, wie ein Bartgeier. Nein, etwas anders, aber es ist richtig cool. So. Also, dann gehen wir kurz hier zum Pokécenter, nehmen das Zuckerrohr mit und machen dort einen Waypoint hin. Was passt zu Wald, außer Pflanze? Mal überlegen. Wir könnten hier ein Pflanzendorf machen. Aber nein, das ist zu kleiner Wald. Stimmt, das ist schon wieder Ebene da vorne. Mal kurz gucken. Ja, was soll ich sagen? Wir machen hier auch eine Stadt, die einfach, naja, muss jetzt keinen Typ haben. Aber ich will einfach so ein bisschen belebt haben. Oder wir könnten hier so eine Route machen, genau. So. Poké Center Route 1 in. Ja, hellgrün. So. Gut. Also, dann haben wir hier oben das Teil. Das könnten wir mal da runter teleportieren. So. Und ein Levelball, cool. Also, meine Damen und Herren, ich beende nun den Part. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Und wie immer dürft ihr gerne etwas wählen oder euch etwas wünschen. Also, Dankeschön und tschüss. Bis zum nächsten Part. Bye. Ah, Mann, geh endlich weg. Da, alle, alle, alle. Also, tschüss.